entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung meiner Malerei war eben mein Aufenthalt in New York. 1996 war das, ein langer Sommer. Und ich bin hin mit meiner deutsch-amerikanischen Rockband. Wir haben dort ein paar Auftritte gehabt, ein neues Album eingespielt. Und ich habe ja in Washington Heights gelebt. Das liegt nördlich von Harlem und ist natürlich eine ganz untypische Gegend für einen Europäer oder normalen Tourist. Das heißt also, ich habe diese Stadt aus einem ganz anderen eigenen Blickwinkel kennengelernt, mit Erlebnissen, ganz besonderen Erlebnissen und Eindrücken. Und das hat mich schon so überwältigt, dass ich daraus dann meine Bildwelt, meinen Kosmos entwickelt habe, als ich wieder zurück war in Deutschland. Vielleicht könnte man den Kerl ja als so eine Art Alter Ego bezeichnen. Ein Gitarrist, ich habe Gitarre gespielt in der Band und neben der Architektur, neben dem Leben auf der Straße, der Sprache, habe ich dann auch mein Leben als Musiker dort verarbeitet. Ja, also ich erstmal reduziere ich, weil du sagst, es ist oft nur ein Auto auf dem Bild. Ich reduziere das so weit wie möglich eben auf ein Motiv. Das ist ganz, das dafür umso klarer, umso deutlicher vortritt. Und Sprache tritt dazu. Die Sprache hat eine ganz besondere Rolle gespielt, weil man in New York so eine Vielfalt von unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Sprachen, eigenen Sprachen, eigenen Sprachrichtungen, sag ich mal, wahrnimmt. Also mir hat mal jemand gesagt, in New York schlägt man sich eben durch, jeder spricht sein eigenes Englisch, Hauptsache man verständigt sich. Und in dem Ausmaß kenne ich das nicht von Deutschland, nicht von Berlin, ja. Und ich habe natürlich diese Eindrücke erstmal in, man könnte jetzt sagen, einzelne Sprachfetzen übersetzt. Manchmal kann man eine deutliche Botschaft herauslesen, aber oft bleibt es auch rätselhaft. Und das heißt, ich habe in meinen Bildern versuche ich eben diese Eindrücke, die ja auch schnell vorübergehen, kurze Momente von Erlebnissen, die Schnelligkeit der Stadt, das drückt sich nicht nur in den Motiven, in der Malweise aus, sondern eben auch in der Schrift und in der Sprache. Also ich male schon auch in einer großen Geschwindigkeit und lasse das eine aus dem anderen wachsen. Es spielt ja auch das Übermalen von dem schon Gemalten eine Rolle, das Durchschimmern von schon gemalten, was aber nur noch teilweise in Erscheinung tritt durch die Übermalung. Das hat natürlich viel mit der Gegend zu tun, wo ich gelebt habe. Graffiti spielen eine große Rolle und das ist ja nicht überall in New York, sondern dass man diesen Verfall auch sieht. Damals war es zumindest so, heute sieht die Stadt natürlich ganz anders aus, aber ich war da in einer Zeit, wo eben viel, würde man sagen, heute ist es eben renoviert und gentrifiziert, größtenteils wahrscheinlich auch in der Gegend, wo ich war, aber das sah natürlich in den 90er Jahren noch ganz anders aus und das versuche ich natürlich in meinen Bildern zu transportieren. Teilweise male ich auf dem Boden, ich habe dann auch Abklatsche gemacht, das mache ich auch heute noch, ja, also um die Farbe so mehr zerfließen zu lassen. Klatsche ich das dann mit Papier ab. In einem Bild entsteht eben die Motive, es wächst so organisch heraus. Ne? Ich fange an und lasse mich dann leiten von dem, was ich schon gemalt habe. Und die Bilder hängen ja auch in Kombination nebeneinander, die sind nicht festgelegt, die sind auch immer an den Ausstellungsraum angepasst und sind variabel. Und so habe ich die Bilder auch gemalt. Also oft habe ich dann schon gemalte Bilder an der Wand hängen und hänge dann die neue Leinwand daneben.
Das heißt also, was ich dann male, ist inspiriert von dem, was schon gemalt wurde. Sind deine Bilder autobiografisch? Das kann man so sehen. Also auf jeden Fall spiegelt sich das eigene Leben und die eigenen Erlebnisse wieder, definitiv, ja. Was bedeutet Graffiti für dich? Graffiti bedeutet für mich eine Nachricht in der Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit hauptsächlich, und bedeutet für mich aber auch in der Malerei mit den erweiterten malerischen Mitteln die ganze Thematik, die ganze Ästhetik auch noch in einen komplexeren Zusammenhang zu bringen. Also das von der Straße, das kennt man ja, das kennt jeder, und ich möchte natürlich in meiner Malerei einfach noch das ein paar Stufen weiter treiben. Herzlichen Dank, Hans-Peter, für das Interview. Die Ausstellung findet statt vom 6. Mai bis